Hey und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Unterschied in Stammbaum Challenge Part 23. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Im letzten Part waren wir zu Besuch bei Enolas Familie und wir haben auch nicht wirklich viel gefunden auf unserer Sammelreise. Da habt ihr mich darauf hingewiesen, dass es wohl eine Weile dauert, bis mal die Pflanzen spawnen. Hätte ich mir auch selbst drauf kommen können. Aber naja, wir laufen auf jeden Fall jetzt gerade noch hier in Newcrest rum und wir warten jetzt so ein bisschen, ob vielleicht hier noch irgendwie, ja, Pflanzen spawnen. Ja, und anschließend werden wir dann auf jeden Fall mal nach Hause düsen. Warte mal, Enola, guck mal, hier ist ein Pferdemist. Dann werden wir auf jeden Fall mal nach Hause düsen, um zu gucken, ob unsere Hühner und unsere Ziege, ob alles okay ist. Und da werden wir dann auch Raoul einladen. Das war auch ein Vorschlag von euch. Und da habe ich mir auf jeden Fall gedacht, wäre es vielleicht auch cool, wenn wir Raoul vielleicht so als Hofhilfe bei uns irgendwie einziehen lassen. Wir bekommen ja jetzt dann das neue Pack. Also wenn ich dieses Video aufnehme, ist das neue Pack noch nicht draußen. Aber beim nächsten Video dann, und da könnten wir ja eventuell vielleicht, ich weiß noch nicht, so eine kleine Hütte bauen, wo dann quasi die Hofhilfe lebt. Oder vielleicht kommt Raoul ja auch immer und hilft uns. Oh Gott, Starbright, was ist los mit dir? Ja, habe ich mir auf jeden Fall mal gedacht. Schreibt mir da gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und vielleicht wird da ja dann mehr draus aus den beiden. Ich werde auf jeden Fall Raoul dann auch in diesem Part umstylen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier noch zu Hause bei Enolas Eltern. Und wie gesagt, ich warte noch ein bisschen, ob hier vielleicht Pflanzen spawnen. Guck mal, hier sind schon die ersten. Ah, okay. Ja, jetzt fühlt sie sich zu unwohl. Warum? Ah, okay, sie hat sich jetzt hier mit dem Präriegras geschnitten. Na, das ist nicht so gut. Oh, guck mal, Dean geht zu den Pfadfindern. Aber wir können ja währenddessen noch kurz ein bisschen mit Tyler quatschen. Wir werden uns mal über die Probleme beschweren. Und was ich auch nicht ganz verstehe, er ist so brav und trägt den Müll raus, aber wirft ihn dann neben die Tonne. Ja, hat ihm vielleicht keiner gezeigt. Okay, Enola geht auf jeden Fall gerade gar nicht gut. Sie fühlt sich immer noch sehr unwohl, weil sie noch die Stimmung hat, bin ich gut genug. Und weil es hier ein bisschen dreckig ist. Naja, aber Enola, es wäre schon toll, wenn wir vielleicht jetzt hier noch schnell das ernten können. Ich meine, hier sind zwar nur Äpfel, die bräuchten wir jetzt nicht unbedingt. Aber, naja, Löwenmäulchen auch noch nicht groß geworden. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich glaube, hier gibt es wirklich nichts. Also ich habe jetzt echt eine Weile gewartet und ja, das Einzige, was ich hier finde, ist der Apfelbaum, den wir jetzt aber nicht dringend benötigen, denn Äpfel haben wir selbst. Wir können hier noch graben und dann würde ich sagen, düsen wir aber wieder mal nach Hause. Ich freue mich auch schon so ein bisschen auf zu Hause, auf unsere Hühner wieder, auf unsere Ziege und ein bisschen auf das Farmleben und mal gucken, vielleicht, ja, können wir da einiges verkaufen und kommen somit noch ein bisschen mehr an Geld, weil eigentlich möchte ich schon schaffen, dass wir eventuell vielleicht in diesem Part auf die 10.000 Simoleons kommen. Ich weiß, das ist sehr unrealistisch, aber dennoch werde ich es versuchen. Dann stellen wir uns vor, dass Starbright und Enola jetzt wieder nach Hause reisen. Wir haben uns bei der Familie noch verabschiedet. Dean ist ja sowieso zum Pfadfindertreffen gegangen. Kim wird wahrscheinlich auch wieder schwer beschäftigt mit Malen sein. Und Chap macht halt Sachen, was Chap so macht. Ah, Kim hat jetzt keine Haare mehr. Oh mein Gott, ja. Ich habe nämlich ein bisschen Sisi aussortiert, weil ich hatte einiges an Sisi, was kaputt war. Und was mir halt auch nicht mehr gefallen hat. Und das habe ich jetzt radikal aussortiert. Deswegen kann es sein, dass jetzt ein paar Möbeln oder eben Haare oder Klamotten nicht mehr da sind. Ja, hier bekomme ich auch schon die Meldung. Objekt entfernt, aber ja, ist auf jeden Fall nicht schlimm. Ah, Kim ist bei uns. Na, guck, dann können wir ihr auf jeden Fall noch schnell andere Haare geben. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, welche Haare sie vorher hatte, aber es macht ja auch nichts. Sie kann sich ja auch mal wieder eine andere Frisur zulegen. Okay, die funktioniert auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, das ist die Frisur, die Kim braucht. Also noch kürzer als vorher und ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Steht dir richtig gut, Kim. Ja, und somit sind wir auch wieder zurück zu Hause. Ich weiß jetzt nicht genau, was Kim hier macht, aber vielleicht hat sie Enola auch einfach begleitet. Deswegen werden wir sie auf jeden Fall noch freundlich umarmen und dann werden wir sie bitten zu gehen. Nee, wir werden ihr noch einen familiären Kuss geben und sagen, danke, Mom, dass du mich noch nach Hause begleitet hast und danke, dass ihr mich
mich auch eine Nacht bei euch übernachten lassen hat. Oh Gott, mich nervt es so mit den Quests, Leute. Ich weiß, das kann man irgendwie ausstellen, aber ich weiß leider nicht wie. Ja, vielleicht unterhalten die zwei sich jetzt dann doch so ein bisschen über Logan. Ich meine, die Familie kennt Logan. Es ist ja auch ein Freund von Dean und sie wissen auch, dass Enola mit ihm zusammen ist. Aber sie merken auch, dass irgendwas ein bisschen komisch ist. Zumindest Kim merkt es, dass irgendwas komisch ist und deswegen wird Kim sie nach dem auch fragen und Kim wird zu Enola sagen, du, sei mal ehrlich, was ist denn jetzt mit dir und Logan? Ach, mit mir und Logan ist alles gut. Ach ja, es kommt mir irgendwie nicht so vor. Warum bist du denn alleine auf diese Weltreise oder auf diese Sammelreise gegangen? Ja, ich brauchte ein bisschen Zeit für mich und du hast schon recht, mit Logan läuft es zurzeit nicht so gut. Ja, warum denn? Was ist los bei euch beiden? Ihr wart doch immer so ein schönes Paar und ja, Mom, ich weiß, aber weißt du, ja, wie soll ich es sagen? Ah, Kim geht jetzt anscheinend einfach nach Hause. Während unserer Unterhaltung. Nee, Kim. Wie soll ich dir das sagen? Logan hat mir einen Antrag gemacht. Was? Das ist doch wundervoll. Das hört sich doch gut an. Ja, aber du weißt, er hatte eine andere? Nee, hat er nicht, oder? Ja, tatsächlich schon. Er war die ganze Zeit über auch mit Kamina zusammen. Ach, Kamina, okay. Er hat es mir ziemlich spät erst erzählt und naja, es ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall hat er mir dann einen Antrag gemacht und ich war so überfordert und habe ja gesagt. Ja, und wie möchtest du jetzt weiter vorgehen? Ja, das weiß ich eben auch nicht so genau. Ich dachte eben, ich oder reite einfach mal weg. Enola wegzulaufen ist aber auch keine richtige Option. Du musst mit Logan reden. Ja, Mom, du hast doch recht. Ja, mach das, Enola. So habe ich dich nicht erzogen, irgendwie wegzulaufen. Und ja, du hast ja recht, Mom. Danke, dass du mir zugehört hast. Und ja, Enola, du weißt doch, du kannst immer zu mir kommen, wenn irgendwas ist. Ich weiß, ich bin deine Mom und du konntest mir doch schon immer alles erzählen. Also, falls es irgendwas gibt, dann melde dich einfach und rede schleunigst mit Logan. Hast du gehört? Ja, Mom, werde ich machen und danke. Danke für alles und komm gut nach Hause. Genau, dann haben wir das jetzt auch unserer Mom erzählt. Ich denke mal, sie wird auch nach Hause laufen quasi und ja, das auch Chip erzählen. Also ich glaube nicht, dass Kim das für sich behält, aber ich glaube, das ist Enola jetzt auch egal, ob sie das jetzt weitererzählt oder nicht. Ich meine, jetzt raus und sie ist, glaube ich, jetzt auch erleichtert, darüber geredet zu haben und ja, Kim, du kannst jetzt aber auch nach Hause gehen. Danke, wir haben alles. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier Starbright noch ein bisschen, ja, säubern, die Hufe säubern, dass alles wieder fresh ist. Na, wie geht's dir denn? Na, guck mal, sie ist sauber, satt, zufrieden, das ist doch alles gut. Dann werden wir sie gleich auch nochmal melken und anschließend werden wir sie aber auch trotzdem noch mit der Flasche füttern. Und unsere Chickens, wie geht's da? Übrigens muss ich auch mal ein Ei ausbrüten und genau, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass es wohl goldene Eier gibt. Und wenn wir die dann brüten, dann bekommen wir eine goldene Henne oder einen goldenen Hahn. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube mal eine Henne. Denn dann bekommen wir immer wieder goldene Eier und die sollten richtig viel wert sein. Das Problem ist nur, wie komme ich denn an ein goldenes Ei? Das weiß ich jetzt wieder nicht, aber das ist ein richtig guter Hinweis, eine richtig gute Idee und darum werden wir uns auf jeden Fall auch kümmern. Guck mal, Tyler ruft an, um zu plaudern. Willst du rangehen? Ja, natürlich, geh mal ran. Er wird wahrscheinlich Enola schon vermissen und hat sich gefreut, dass seine große Schwester mal zu Hause auf Besuch war und ja, dass sie jetzt so schnell wieder weg musste. Ja, wie gesagt, wir müssen Tyler unbedingt mal einladen. Vielleicht könnten die auch mal so ja, im Schlafsack übernachten. Das würde ich auch richtig süß finden. Mom, warum bist du immer noch hier? Ach ja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob alles hier sauber ist, sonst hätte ich hier ein bisschen geholfen. Ne? Ich räume das Teller noch schnell auf und dann bin ich aber auch schon weg. Okay, Kim, dann musst du aber wirklich gehen. Ja, wir haben jetzt auch richtig tolles Wetter hier, um uns um den Garten zu kümmern, aber es hilft alles nichts. Wir gucken mal. Wir haben zwei normale Eier. Wir werden davon aber jetzt mal eins zurück in den Stall legen, damit die das dann ausbrüten können. Oder legen wir einfach beide rein. Komm, wir legen beide rein, dann können die das ausbrüten und ja, hier, das Präriegras werden wir noch verkaufen. Wir haben auch eine Chrysanthemum Themenpflanze gefunden. Die werden wir hier auch gleich einpflanzen, falls das jetzt noch möglich ist, wenn es so gewittert. Nee, ich glaube, es ist besser, wir bleiben dann für heute drinnen, obwohl ich schon gerne hätte, dass wir alle Pflanzen noch ernten. Ah, gibt aber auch nichts zu ernten.
Na, okay. Dann bleiben wir lieber hier drinnen. Und ja, wir werden auf jeden Fall jetzt noch schnell Raoul einladen oder laden wir den morgen ein? Nee, laden wir ihn morgen ein. Enola ist auch schon richtig müde. Natürlich, sie war jetzt in sehr vielen Welten unterwegs und hat viele Eindrücke gesammelt. Und ja, ihr habt mir eben auch geschrieben, dass ihr es toll finden würdet, wenn Enola eben ein bisschen verändert zurückkam, kommt. Und ja, das machen wir genau auch so, weil vorher war sie immer so, ja, sehr schüchtern und wollte mit niemandem reden oder hatte halt Angst, sich bei Leuten vorzustellen. Und das hat ihr diese Reise jetzt so ein bisschen weggenommen, dass sie auch mal auf Leuten zugeht. Und deswegen wird sie auch Raoul einladen. Also nicht Raoul wird sich bei Enola melden, sondern Enola wird Raoul anrufen. Und ja, ich glaube, dass sie das trotzdem noch sehr viel Überwindung kostet. Aber ja, durch die Reise, wie gesagt, ist sie so ein bisschen offener geworden, was das angeht. Und guck mal, wir haben jetzt über 5000 Simoleons, 5600 sogar. Sehr gut. Enola und Starbright und Cookie. Guck mal, wie süß es einfach ist. Ich liebe alles daran. Ja, die schlafen jetzt alle. Es regnet wie in Strömen. Guten Morgen. Es ist Montag, 5 Uhr in der Früh oder noch in der Nacht. Ja, der Hahn schreit. Enola ist gut ausgeschlafen, pinkelt sich aber gleich in die Hose und muss dann dringend duschen gehen. Es gibt auf jeden Fall einiges zu tun hier am Hof. Der Stall ist dreckig. Ja, die Pflanzen gehören gejätet und bewässert und wir haben auch diese Pflanze nicht mehr eingepflanzt. Das werden wir auf jeden Fall alles jetzt erledigen und dann werden wir hier in Chestnut Ridge auch nochmal losdüsen und gucken, ob wir vielleicht hier dann noch an Pflanzen kommen. Ich meine, wir haben jetzt Herbst, da kommen wieder andere Pflanzen und ja, wir hoffen, dass wir hier was finden. Guck mal einfach, wie süß es ist. Wie süß möchtet ihr bitte sein? Ach ja, und den Nektar haben wir auch noch. Vielleicht werden wir dann jetzt gleich am Morgen hier Nektar herstellen. Dafür brauchen wir aber wieder Zutaten und wir müssen diese Nektarstation säubern. Ja, dann machen wir das auch mal. Und wir werden jetzt einfach mal Erdbeeren, Kartoffeln. Wartet mal, was können wir denn jetzt für Nektar machen? Okay, wir können nur Apfel- und Traubennektar. Das heißt, wir besorgen uns jetzt mal Trauben, weil ich glaube, Apfelnektar haben wir schon gemacht. Was wünscht sie sich? Guck mal, mit einem Schwarm plaudern. Aber es wünscht sich auch, mit Raoul zu plaudern. Und genau deswegen wird sie ihn heute auch anrufen. Wir pinnen das jetzt mal an. Und den Gedanken mit Logan werden wir ganz schnell wieder verwerfen. Weil, ja, Enola ist halt auch so, dass sie, ihr kennt sie ja, ne? Sie hat dann vielleicht auch wieder schlechtes Gewissen und denkt, sie ist an allen schuld. Und ja, ist aber nicht so. Deswegen werden wir da stark bleiben. Und Enola wird sich jetzt mal nicht bei Logan melden. Wir müssen natürlich noch mit ihnen reden und das alles klären. Das ist ganz klar. Aber heute ist nicht der Tag dafür. Heute ist der Tag, um einiges zu erledigen, nicht in die Schule zu gehen und Raoul zu uns einladen. Genau, und jetzt machen wir mal Nektar. Und was ich mir auch gedacht habe, das besorge ich uns jetzt gleich, sind so ein Baumstamm, wo dann der Vogelschwarm sich aufhält. Denn wenn man sich mit den Vögeln anfreundet, dann helfen die wohl auch bei den Garten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die machen, aber ich glaube, die essen die ganzen Käfer und sowas. Und das finde ich einfach richtig toll. Deswegen werden wir gucken, ob wir sowas finden. Wildvogelschwarm, okay, das müssen wir freischalten. Hex, Hex, es ist freigeschaltet. Aber wo stellen wir das Ding jetzt hin? Vielleicht ist es auch cool, wenn das hier so steht. Ja. Hat einfach 400 Simoleons gekostet. Und wenn man sich auch mit den Hasen anfreundet, die helfen dann auch bei der Gartenarbeit. Aber genau, Cookie würde ja auch bei der Gartenarbeit helfen. Aber ich glaube, wir sind immer noch nicht genügend mit dir anbefreundet. Cookie, warum hast du uns nicht lieb? Ja, guck mal, wir sind aber schon befreundet. Hey, und wir haben Level 2 der Nektarfähigkeit erreicht. Ja, genau, wir gehen leider nicht zur Schule, weil wir haben keine Zeit. Ja, toll, guck mal, dann haben wir jetzt auch wieder Nektar hergestellt. Dann werden wir dann gleich mal hier wieder in das Regal ja, reintun. Und dann gucken wir mal, wie die anderen so gereift sind. Der ist immer noch nicht gereift. Der ist auch nicht gereift. Wir haben sogar 4 Traubennektar. Und einen Apfelnektar ist auch noch nicht gereift. Vielleicht machen wir auch noch mal einen Apfelnektar. Hey, wir haben eine Rückzahlung erhalten. 40 Simoleons. Wegen 10% Rabatt auf dem Einkauf. Ja, sehr cool. Guck mal. Fee brütet unser Ei aus. Und die Post wurde zugestellt. Das ist nicht gut, weil ich befürchte... Ach, guckt. 159 Simoleons Rechnung nur. Also so ein Mikrohaus ist schon cool. Ja, wir werden mal jetzt mit den Vögeln...
Vögeln über die Hühner tratschen. Wir werden uns ein bisschen anfreunden mit denen. Ja, jetzt ruft der Direktor wieder an. Enola, geh ja nicht ran. Ich sag's dir. Schaut mal, wie schön. Komm, vielleicht können wir ihnen ein Geschenk... Oh, es geht wieder ran. Es gibt's nicht. Enola ist nicht zur Schule gegangen. Wenn sie zu oft fehlt, werden ihre Noten schlechter. Ja, Enola, musst du denn immer rangehen? So schnell kann ich gar nicht reagieren. Ja, wir werden auf jeden Fall hier den Vögeln noch ein Geschenk geben. Unsere Hausaufgaben. Hey, wir haben Problemscheune. Warum haben wir dieses Buch? Aber richtig cool, dass wir genau dieses Buch haben. Ich möchte ein anderes Geschenk hergeben. Obstgemüse. Komm, wir geben denen jetzt mal einen Apfel. Oh, er mit dem Nektar ist da. Okay, let's go. Enola, beeil dich. Okay, let's go. Wir haben alles hier verkauft. Unser Nektar ist ja nicht gereift. Und noch dazu track ich es auch nicht, wie ich den was verkaufen kann. Naja, okay, dann beim nächsten Mal, weil unser Nektar ist ja nicht gereift. Das heißt, es bringt uns jetzt auch gar nichts. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier diese Pflanzen noch zum Wachsen ermutigen. Und dann werden wir das alles noch düngen. Ah, kann ich die nicht mit Pferdemist düngen? Boing, 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 boing. So süß. Ja, Cookie, es wäre auf jeden Fall schon toll, wenn du uns jetzt dann auch mal helfen könntest. Oh, was war denn das jetzt? Oh mein Gott, sie kann uns helfen, Leute. Jetzt haben wir aber nichts zu tun. Ach du meine Güte, Cookie wird versuchen, Enola durch Fressen alle Käfer zu helfen. Wie toll einfach nur. Das ist doch cool. Okay, wir werden uns aber trotzdem auch nochmal mit den Vögeln anfreunden. Wir werden ihnen vorsingen und dann gucken wir mal, ob die das toll finden. Hey Enola, ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist und möchte dich gerne kennenlernen. Darf ich deine Nummer weitergeben? Ja, also ich denke mal, dass Kim nach Hause gegangen ist und Chap natürlich davon erzählt hat, was Enola ihr erzählt hat. Und Chap denkt sich gleich so, oh mein Gott, mein armes Mädchen ist alleine. Sie braucht einen neuen und hat dann irgendwie gesucht und jemanden gefunden und denkt sich so, hey, ich habe eine Tochter, die ist richtig toll. Willst du sie nicht kennenlernen? Und wir werden das jetzt aber sagen so, nee, Papa, warum machst du das? Du weißt doch, dass ich mit Logan zusammen bin. Ja, ich habe da anderes gehört. Ach, guck mal, wie süß. Jetzt singen die Vögel. I love it. Hey, das war eine richtig tolle Idee, dass wir den Vogelschwarm hier ja, uns besorgt haben. Enola hat jetzt auch schon Hunger und deswegen werden wir jetzt Raoul zu uns einladen. Und Enola wird uns schönes kochen und ja, wir laden ihn mal ein. Dann style ich ihn auf jeden Fall noch um. Er wird gleich da sein. Raoul Corpa. Spreche ich das richtig aus? Wahrscheinlich nicht. Raoul Copra. Copra, okay. I understand. Hi. Hi, Raoul. Hi, Enola. Danke für die Einladung. Oh, und dann hauen wir ihn die Tür vor der Nase zu. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt noch in den Create a Sim und werden ihn so ein bisschen umstylen. Hat er eine Familie? Oh Gott, okay, das ist seine Mutter. Hä, ich dachte mir, seine Mom ist die Bürgermeisterin. Oder ist das ein anderer Raoul? Ich verstehe es auch nicht mehr. Naja, wir werden ihn auf jeden Fall jetzt mal umstylen. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
da ist er, unserer Uhl, und er ist einfach zum Anbeißen. Ich liebe alles daran. Und er hat auch eine Zahnlücke, die finde ich richtig, richtig süß mit seinen Sommersprossen. Er ist einfach, ja, ein Herz und eine Seele. Und er ist, finde ich, so ganz anders als Logan. Also er hat auch einen ganz anderen Style und einen anderen Vibe. Ich meine, er ist auch älter, er ist schon ein junger Erwachsener, aber das wird der Enola auch bald hoffentlich. Und ja, er ist auf jeden Fall ganz anders. So, er ist auch an den Farming interessiert. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich dachte mir eigentlich immer, er ist der Sohn von der Bürgermeisterin, aber hier ist es anscheinend anders und jetzt ist es auf einmal doch seine Frau. Ich werde mal schnell zeigen. Seine Familie auslöschen. Es ist grausam, aber er guck mal, er hat eine Katze, die Cookie heißt. Das ist doch toll. Und vielleicht habt ihr auch noch einen besseren Nachnamen, weil ich weiß nicht, ob Kopra, ob ich das so cool finde oder ob ich das auch richtig aussprechen kann. Also falls ihr irgendeinen Namenvorschlag habt für, also einen Nachnamensvorschlag habt für Raoul, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne. Wir gucken auf jeden Fall noch schnell nach seinen, ja, Bestreben. Er hat Wissen. Nee, ich glaube, ich gebe ihm aber hier auch Supervater. Ich glaube, das passt perfekt zu ihm. Das ist so, der Daddy sein möchte. Er liebt die Natur. Er ist auch aktiv. Das werde ich ihm jetzt auch mal nehmen. Wir gucken mal, ob es irgendwas gibt, das so zu ihm passt. Ich glaube, er ist auch ein Romantiker. Ja, Raoul. Und vielleicht, ich glaube, er ist auch so ein Hersteller. Ja, das, so sehe ich ihn. Ich hoffe, das passt für euch. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, er ist ein junger Erwachsener. Das ist auf jeden Fall jetzt eins seiner Alltagskleidung. Dann haben wir noch dieses Alltagsoutfit, weil ja jetzt auch Herbst bei uns ist. Dann haben wir noch dieses Alltagsoutfit. Das ist so ein bisschen, ja, da wo er arbeitet und ja, sich dreckig machen kann. Und dann haben wir noch dieses Outfit, denn er arbeitet ja als Lieferant. Wir vergessen das dann quasi einfach, dass er irgendwie der Sohn der Bürgermeisterin ist. Oder die ist schon verstorben. Können wir auch sagen, und dass er irgendwie das Amt nicht übernommen hat, sondern vielleicht irgendein Geschwisterteil von ihm, und er trotzdem einfach so, ja, seine Sache macht. Er mag das gern arbeiten und ja, Sachen ausliefern, mit den Leuten reden und Sachen reparieren. Da wäre es nichts für ihn, am Schreibtisch zu sitzen und ja, Bürgermeister zu sein. Dann haben wir seine Armbekleidung, die habe ich nicht verändert, seine Sportbekleidung, seine Nachtwäsche, seine Ausgekleidung finde ich richtig cool. Ich habe auch überlegt, ob ich ihm diese Hose auch im Alltagsoutfit geben sollte, weil ich das richtig cool finde. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu ihm. Vielleicht gebe ich ihm da auch noch eins. Dann haben wir noch seine Schwimmbekleidung, sein heißes Wetter-Outfit und sein kaltes Wetter-Outfit. Eins davon, damit wird er seine Sachen ausliefern. Und dann haben wir noch dieses Outfit. I love it. Ja, und weil ich wirklich alles daran liebe, habe ich ihm jetzt diese Hose auch nochmal im Alltagsoutfit gegeben. Guck mal, der Zuchtname von Cookie ist einfach Cookie Group. Ich bin so erfinderisch. Und mit diesem traurigen Anblick unseres Raouls werde ich auf jeden Fall jetzt diese Folge beenden. Ich weiß nicht, warum er traurig ist, aber darum werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part kümmern. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu Raoul in die Kommentare. Wie gesagt, falls ihr Nachnamen habt für ihn, schreibt es mir auch sehr, sehr gerne. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie es da weitergeht mit Raoul und Enola, dann schreibt es auch sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!